Bin ich drauf? Bin ich zu sehen? Na dann, grüß euch. Ich brauche ein bisschen Platz, denn was angekommen ist, ist dieser große Karton. 80 x 80 x 22. Und was da drinnen ist, könnt ihr vielleicht schon sehen? We Dart One. Focus on what counts. Connect to others. Play your best game. Also, fix und fertig vormontiert in diesem riesen Karton. Das neue We Dart One. Naja, also schaue ich mir noch gerne mal das System an. Hab mir schon Platz gemacht hier für diese Wand. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Oberfläche und wie das Ganze funktioniert, oder? Viel Spaß bei diesem Video. Und falls du dich fragst, wie kann das sein? Erst stellt dir Olli das Golia vor und jetzt das We Dart One. Na, das kann sein, weil der Olli mit beiden Partnerschaften hat. Influencer Agreement nennt sich das so schön. Oder kurzum auf Deutsch, ich kriege die Systeme gestellt und dafür mache ich was auf diesem Kanal. Ist das nicht Werbung? Ja, natürlich, habe ich auch als solches gekennzeichnet. Und dennoch eben nichts Exklusives und ich bin hier meiner Meinung vollkommen frei. Und so soll es auch sein. Ich möchte aktuelle Produkte und Trends am Markt erkennen und dazu was machen können. Das heißt, hier gibt es nichts Exklusives nur für den einen oder für den anderen. Das ist genau der Grund, warum ich schon mehrere verschiedene Dartboards miteinander verglichen habe, warum ich verschiedene LED- und Beleuchtungssysteme miteinander vergleichen kann, warum ich verschiedene Dämpfungssysteme vergleichen kann und ebenso kamerabasierte Zählsysteme. Kurzum, die Systeme werden bei mir ausgepackt, aufgebaut, ich gebe so ein bisschen meine Erfahrung wieder. Ihr seht im wahrsten Sinne des Wortes, wie das Ganze dann funktioniert und ausschaut. Und ich finde, darauf basierend könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden. Ja, und wenn ich den Karton aufmache, so ist das We Dart One bei mir angekommen. Sieht schon vollständig montiert aus, also vormontiert. Wenn ich das hier so mal kurz rausheben soll, zack, hoffentlich nicht zu laut für die Kamera, dann ist das komplette We Dart One Kamerasystem mit, das ist hier wohl der Halterrahmen, was verbirgt sich dahinter, Dartboard-Halterung auch schon mit drauf, dann sind hier Keile zu sehen, das sind dann bestimmt die Dartboard-Keile, also auch zur Fixierung des Boards, alles schon dabei, ein Surround-Ring ist mit dabei. Natürlich das We Dart System mit den Kameras als solches, die sind hier oben an drei Positionen drin, ein bisschen anders als vielleicht bei bekannten Systemen. Natürlich das LED-Licht ist hier mit so einer Lippe auch mit eingebaut, dass man selbst nicht geblendet werden kann, das Dartboard gut ausgeleuchtet. Und insgesamt dann nochmal hier so einen Frame in ja, Silber, Anthrazit-Grau würde ich jetzt mal sagen. Alles schon tutti kompletti vormontiert und verschraubt, so von der Seite, okay. Hier eine Halteplatte und ich meine, irgendwo war das doch hier auch. Genau, auf der anderen Seite hier hinter verbirgt sich dann die Platine mit der Recheneinheit. Und von der Verkabelung, mal kurz auf die Rückseite schauen. Ja, ebenso, alles schon vorbereitet und sauber verlegt. Ich glaube, man muss hier nicht viel machen. Ist direkt schon so mit Kabelbindern und Verschraubungen auch gemacht. Also, das ist schon mal beeindruckend. Da unten USB-Stecker stecken auch schon drin. Also rechne ich mal eigentlich mit keinem großen Installationsaufwand. Und hier war noch so ein Kärtchen. Okay, moin. Ja, auf Hamburgisch. Erstmal ein schönes Thank you. Das finde ich echt lieb von unseren Jungs und Mädels aus Hamburg, ist ja eine Startup-Bude und junge Leute, die sich hier echt engagieren und auch einen schwierigen Weg hinter sich haben, um das Ding zur Marktreife zu kriegen. Das braucht ja auch einiges. Und dazu immer noch lieb und authentisch geblieben. Moin, wir freuen uns riesig, dass du Teil der We Dart Community bist. Und genau aus dem Grund finde ich es cool. Kamerabasierte Systeme im Steel Darts werden kommen. Brauchen wir auch kein Geheimnis drum machen. Gibt es noch einige andere Anbieter, aber deswegen wird für mich 2024 und alle danach, wird sich die Art und Weise, wie wir Zugang auf Steel Darts haben und Steel Darts nutzen und trainieren, sehr, sehr verändern. Und ich finde es wiederum toll, dass ich da ein Teil dieser Entwicklung sein darf und solche Produkte eben vorstellen. Und bevor ich abschweife, hier ist dann auch noch ein dickes
Handbuch bzw. Aufbaubedienungsanleitung mit dabei. Das ist gleich mehrsprachig, also so viel muss man hier wohl nicht lesen. Das sind insgesamt, ich sehe es schon auf Deutsch, maximal 13 Seiten, von vorne bis hinten alles erklärt. Sehr schön. Dazu hat sich WeDart auch Mühe gegeben. Es gibt ja die Website WeDart.io. Da gibt es weitere Informationen. Da gibt es Aufbauvideos, Kalibrierungsvideos, FAQs zu den häufigst gestellten Fragen. Also denke ich mal, für den Start, wenn du so ein System hast, sollte keine grundlegende Frage offen bleiben. Man ist ja gut supported. Hier in der Hand habe ich dann wohl auch schon die Dübel mit den Schrauben für die Wandmontage. Also brauche ich ja jetzt nur noch eins. Mein Werkzeug und den Platz an der Wand. So, Wand ist vorbereitet. Es liegt eine Bohrschablone bei, wo man die Mittellinie jetzt auf 1,73 ausrichten soll. Ich habe es mir mit Tesafilm so weit fixiert, dass ich jetzt die markierten drei Löcher oben und ein Loch unten, also vier insgesamt, markieren, dann vorbohren kann. Mit einem 8er Bohrer, 8er Dübel und Schrauben liegen bei und die kommen dann jetzt hier gleich in die Wand. Okay, Schritt 2, diese vier Schrauben mit den entsprechenden Abstandshülsen da in die Wand. Die Schraube sollte jetzt fest an der Basisplatte montiert sein. Drehen Sie nun die Fixierungsfüße E auf die Unterstützungsschrauben D, bis Sie die Mutter F berühren, wie Abbildung 4 zeigt. Ich glaube, ich gehe mal logisch vor. This is good German engineering. Also, was die meinen ist, diese Schraubendinger hier in ihre Bestandteile zerlegen und dann am Rahmen nicht, wo die geschlitzten Löcher für die Aufhängung sind, sondern hier oben, da habe ich schon mal eine Schraube reingedreht, dann mit der Mutter hier kontern, das ist ein so ein Ding, wo eine Abstandsschraube draufkommt, also Position 1, genau der Haltearm dazwischen, Position 2, wo nochmal so ein Arm mit einem vorgebohrten Loch ist, dann das Ganze hier unten, da wo mein Finger zeigt, hallo Kamera, zack. Da ist auch nochmal ein vorgebohrtes Loch, kommt Nummer 3. Und da drüben vorgebohrtes Loch Nummer 4. Und dann ist die fünfte Position hier in der Mitte von dem Rahmen. So, um die Muttern hier auch vernünftig festzukriegen, empfehle ich mal von der Gegenseite den Surround rauszunehmen, die Dartboard-Keile nach innen zu schieben. Dann hast du einen guten Zugang auf die Rückseite hier zu diesen Kreuzschlitzschrauben und dann nimmst du dir hier so einen 10er Maulschlüssel und kannst das entsprechend kontern. So, now comes the moment of truth oder auch der Moment der Wahrheit. Jetzt diesen Rahmen hier wohl hernehmen und auf unsere Schrauben hängen. Sieht schon mal gut aus und der da unten, aha, muss noch rein. Dann kann man mit den Schrauben den Rahmen wieder fixieren. Dirken Witzbold hat den Aufkleber falsch rum aufgebracht, aber macht nichts. Dartboard-Halterung ist richtig. Dartboard-Keile sind außen, dann kann es ja losgehen. So, und um die letzten Unebenheiten der Wand auszugleichen, gibt es ja nochmal diese Schrauben, die man dann im Uhrzeigersinn nochmal ein bisschen rausdrehen kann und damit also den Rahmen fixieren, dass der wirklich bombenfest sitzt. Okay, Rahmen hängt, alles fest, so sieht es bei mir aus. Die Dartboard-Keile, das sind ja auch fünf, die bereits in dem Rahmen schon fertig vormontiert sind, habe ich jetzt ein bisschen nach außen geschoben. Zweilochhalterung ist ja auch schon mit dabei, das heißt, ich brauche nichts anderes als jetzt mein Dartboard herholen und das Ganze dann da drauf geben, mit den Keilen fixieren, dann kommt der mitgelieferte Surround rein und dann kommt wieder mal der spannende Teil. Dartboard habe ich drauf gemacht, ob Noda oder Blade, die sind baugleich, die werden soweit auch unterstützt dann mit dem passenden Zahlenring. Man soll die Keile von unten erstmal einschieben, zu maximal 2/3 und dann von oben soweit fixieren. Habe ich gemacht, muss aber sagen, egal wie ich es jetzt ausprobiere, das ist mir insgesamt noch ein bisschen zu lose. Das sind so, ja ich sag mal Hartplastik-Laminatkeile mit Abstufung, grundlegend gut gedacht, aber das Backboard ist ja auch hart, also hart auf hart. Das kann sich trotzdem noch bewegen. Irgendwie was Gummiertes oder so wäre ganz gut. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, mal mit anderen Dartboard-Keilen hier noch mal ein bisschen gegenwirken. Glücklicherweise kriegt man diese Keile ja hier auch ganz gut raus. Einfach drehen und dann, das meine ich, das sind ja so Hartplastikteile und da habe ich das Gefühl, damit kriege ich das Dartboard nicht richtig fest. Deswegen nehme ich jetzt hier solche Gummi-Dartboard-Teile, die habe ich von 180, haben sich schon immer irgendwie bewährt und ich glaube, damit kriege ich es besser gefixt. So, seht mal, was ich meine. Jetzt, ja, komplett
ohne Keile, okay? Dreht sich super easy auf der Halterung. So, ist ja jetzt wurscht, wie ich es ausrichte. Jetzt habe ich gerade mal zwei von diesen Gummikeilen. Einen mache ich jetzt hier oben rein, einmal hier so gegenüber. Zack, fertig. Zwei Keile. Und das Ding dreht sich schon so gut wie gar nicht mehr. Okay, also kleiner WeDart-Hack. Ich habe zwei von den Kunststoffkeilen rausgenommen, dafür durch die Gummikeile von 180 ersetzt. Jetzt ist das Ganze wirklich fix nach Wasserwaage. Natürlich den Zahlenring jetzt wieder passend drauf. Und jetzt kommt der Surround rein und dann kann es losgehen. So, Le Surroundy. Wie mache ich das mit diesem Nylonband? Vielleicht nicht unbedingt so, dass es den Kameras im Weg ist. Dann fangen wir es nach unten. Dann helfen, dass man es später leichter rausziehen kann. Langgedrückt werden. Ah, und die Frau ruft an. Goldrichtig. Jetzt brauche ich also die WeDart App. Die gibt es für iOS wie auch für Android. Ich habe ein Android-Telefon, von daher nutze ich hier die Version, die es im Google Play Store gibt. Die aktuelle App-Version bei mir ist die 05 irgendwas und hat rund 12,55 MB. Ist also nicht sehr groß, nimmt nicht viel Speicherplatz weg. Und wenn ich die aufrufe, werde ich erstmal mit dem WeDart-Bildschirm begrüßt und habe dann zunächst einmal die Möglichkeit, hier meinen Profilnamen einzugeben. Also eine Offline-Registrierung mache ich natürlich Ollis Dart-Garage, was sonst. Und dann erstellt man sich einmalig ein Profil und dann geht es schon daran, das Gerät zu suchen. Das läuft via Bluetooth und da muss man einfach dann ihn machen lassen. Und wenn er das Gerät gefunden hat, dann kann man das entsprechend koppeln. Und mit der Kopplung des Gerätes ist das soweit schon mal erkannt und eingerichtet, dass es dann jetzt an die eigentliche Kalibrierung gehen kann. Und jetzt kommt wirklich ein wichtiger Part, nämlich der Kalibriervorgang. Den müsst ihr sehr, sehr sorgsam, also gewissenhaft machen und dafür dieses mitgelieferte Kalibrierstäbchen nutzen. Das ist auf der einen Seite schwarz und gummiert. Damit zeigt er jetzt gleich dann in die passenden Felder. Und auf der anderen Seite ist es so gold-kupferfarben. Das ist das Ende zum Halten. Und jetzt geht es daran, über die App gesteuert insgesamt 60 Messpunkte und damit eben die passenden Felder zu kalibrieren. Und darum braucht ihr mich jetzt hier auch gar nicht so ausführlich sehen. Ich blende dann lieber nochmal das App-Bild mit dazu ein und mache es dann auch nochmal im Schnelldurchlauf. Denn die Kalibrierung dauert gut und gerne, wenn ihr es vernünftig macht, zwischen 10 und 15 Minuten. Die Zeit solltest du dir auf jeden Fall nehmen, auch ganz in Ruhe machen und hintereinander weg. Ohne Störungen, SMS-Getippe oder irgendwas. Umso besser ist dann hinterher auf Anhieb eben die Erkennungsrate deiner Würfe. So, und es sind 60 Messpunkte, weil man fängt hier quasi bei der Doppel-1 außen an, immer oben links im Feld. Mit dem Stab, ich glaube mein Arm ist im Weg, immer so leicht ins Eck fahren und dann genau diesen Punkt da oben möglichst gerade den Stab halten. Dann läuft unten so ein blauer Balken durch. Ich habe es immer so gemacht, den Stab dann einmal komplett aus dem Sichtfeld der Kameras zu nehmen, das nächste Feld zu aktivieren und ich sag mal so ähnlich, wie wenn man jetzt einen Dart hier drauf schmeißen würde, einmal wieder ins obere linke Eck fahren, dann geht es mit der 18 weiter, dann geht es mit der 4, der 13, der 6 und so weiter. Also 20 Messpunkte für die Doppelfelder, dann geht es runter auf die Triple, das gleiche macht er für die Triple 1, die Triple 18, Triple 4 und so weiter, Runde rum. Und die dritte Runde ist dann nochmal ganz innen am äußeren Bullseye-Ring, die Singlefelder, ebenso von 1 bis 20 einmal durchzumachen. Und wenn ihr die 60 Punkte soweit durch habt, dann ändert sich auch das Symbol unten in der App. Das wird zu so einem Papierflieger und wenn du da drauf drückst, werden jetzt die gemessenen Koordinaten, also die gesammelten Punkte, auf deine Hardware, also die Recheneinheit, übermittelt. Da fängt er bei 20 an und zählt dann 20 Pakete abwärts runter. Auch hier ein bisschen geduldig sein und auf die Success, also die Erfolgsmeldung, warten. Wenn das geschehen ist, ist die gesamte Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen. Ist die App einmal installiert und alles eingerichtet, läuft das mit dem Aufruf relativ einfach. Der startet hier mit dem quasi Homebildschirm, wo man Spieler und Spielmodi wählen kann. Und da oben rechts sieht man auch ein Bild von dem WeDart-Board mit einem grünen Punkt. Das ist auch gut so. Das heißt, der hat sich, wenn ich da mal drauf gehe, via Bluetooth connected. Jetzt aktuell hat er sich mal kurz getrennt.
Deswegen da mal wichtig drauf zu achten. Damit die Kameraerkennung läuft, muss er eben via Bluetooth auch einmal verbunden sein, so wie jetzt. Dann gehe ich unten auf Spielen, alles super, und wähle jetzt den gewünschten Spielmodus. Das sind insgesamt 6 Spiele hier. Entweder ein X01, Highscore, Around the Clock, Cricket, Checkout-Training oder freies Training, was im Prinzip ein reines Scoring-Training ist. Und er sagt dir halt, wie viele Punkte du da zusammengeworfen hast. Und weiter oben gibt es die Spieler- oder Profilauswahl. Man kann neue Profile erstellen oder einfach auch jetzt einen Gastspieler, wie auch immer, hinzufügen. Welchen Namen man da vergibt, ist eigentlich egal. Vielleicht will ja der Olli mal ein Match gegen den Kalle bestreiten. Und dann hätte ich jetzt 2 Spieler definiert, die in einem X01er Spiel, und zwar ein 501 über 5 Legs, loslegen. Ausbullen gibt es nicht, es geht halt direkt in der Reihenfolge los. Kann man natürlich jetzt, wenn man zusammen vor dem Board spielt, das für sich entscheiden oder einfach in der Reihenfolge, wie die Spieler hier angegeben sind. In dem Fall fängt Olli an und dann kann es schon losgehen. Best of 3 mit dem frisch kalibrierten 100 Mann. So. Mit einer grandiosen 22. Alles noch kalt. Sorry, dass das Board zwischendurch ein bisschen wackelt. Das Stativ war nicht so optimal auf dem weichen Boden. Und das ist einfach kalt drauf gehalten. Ich hatte Mittagspause und wollte jetzt einfach mal ein bisschen Gameplay zeigen. So, dritte Aufnahme, wo ich zum ersten Mal was korrigieren musste. Das geht aber super easy. Man drückt halt einfach auf das Feld, sagt, ob das Doppel, Triple war, und dann kann es schon weitergehen. So wie du die Pfeile aus dem Board ziehst, geht er automatisch auch zur nächsten Aufnahme. Scoremäßig ist es hier natürlich alles erstmal nix, ist vollkommen kalt, ohne Einspielen, ohne alles, aber eigentlich ja auch wurscht, wo die Pfeile landen. Wichtig ist ja, dass die Erkennung funktioniert, und das, finde ich, macht jetzt hier nach einer guten Kalibrierung erstmal einen guten Eindruck. Und besser geht ja immer, gell? Da ist ja noch Steigerungspotenzial. Hier ist ein komisches Verhalten, das wird übrigens auch nochmal korrigiert, wie ich gehört habe. Und zwar bei dem ersten Dart hat er direkt schon beim zweiten ebenso eine Single 20 angezeigt. Ist kein Prediction Mode, sondern ist tatsächlich, wenn der Dart ein kleines bisschen im Board wackelt, dann ist die Erkennung da ein kleines bisschen empfindlicher. Hier wollte ich eigentlich auf die Triple 18 ziehen, aber den nehme ich natürlich mit, weil grundlegend jetzt vom Rest her wenigstens Finish-Bereich. 36 Rest. Ja, wie gesagt, das ist kalt, also ist alles Wunschdenken, hier noch irgendwas zu reißen, ne? Aber man kann es ja mal versuchen. Ihr seht das wieder. Ja, die 20 Prediction, die dritte Aufnahme eigentlich schon durch. Der geht jetzt aber ins Triple und in dem Moment korrigiert er das jetzt nicht. Okay, der letzte Mal war ein Triple. Triple 20. So sieht's besser aus. Du hast den 136 halt 36 Best gemacht. So ist recht. Check in 3. Und die Startgarage gewinnt das Leck. Sieht gut aus. Zack, zack. Darts rausnehmen. Weiter geht's.
Wenn ich das hier mal pausieren möchte, jawohl, das geht auch. Pause, dann gehe ich in den Spielverlauf. Aha, first to three, sieht gut aus. Okay, und das startet man dann einfach und legt weiter los. So, und aus demselben Match noch die letzte Runde 5:1. Da haben wir gerade wieder den Wackeldart und die Prediction für eine dritte Triple 5, der war aber Triple 20. Haha, wolltest du mir eine Triple 20 vorenthalten? Das ist besser. 135. Guter Start. Wenn es mal immer so wäre. Kein Spiel ohne mindestens mal ein 26. Das muss ja. Ja, das war jetzt ein bisschen versemmelt. So, und ich glaube, jetzt wollte ich auf die Single 14 ziehen. Zu hoch angesetzt. Da hast du schon deinen Finish im Kopf. Und ja, jetzt stehst du bei einem Rest, den du nicht haben wolltest. Und genau durch diesen Ärger. 15 oder 15 wäre jetzt gut. Ja, auch die 15 nicht getroffen. Also, statt da unten mal durchzuziehen, Herr Mann. Zweites Frustmoment. Und da geht es jetzt eigentlich weiter. Das war insgesamt nicht schön. Und hier war ich, glaube ich, selber auch nicht ganz aufmerksam durch diese zwei, drei kleinen Frustmomente. Denn das war jetzt mal wirklich eine deutliche Single 19. Die hätte ich vom Score eigentlich korrigieren müssen, denn ich habe mich hier auf den Restscore konzentriert. 90 Rest, dachte ich, alles klar, das passt schon. Zwei Dart Finish, ne? Doppelbull für Tops. Ja, oder auch nicht. Und jetzt kommt auch nochmal ein kurioser Moment. Passiert mir neuerdings komischerweise relativ häufig, dass ich beim Nachbarn klingel, also nicht das eigentliche Feld treffe, was mich natürlich nervt. Ach, klingelt der Hammer wieder beim Neighbor. Und jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, weil man ja bekloppt ist, dass wenn man bustet, ich natürlich 40 Rest habe. Aber ich war jetzt so auf meine, ey, ich muss die Doppel 10 treffen, fixiert, dass ich jetzt der Meinung war, okay, Doppel 10, ne, Game over, ich hab's. Ja, das Problem, Olli, ist, dass du manchmal ein bisschen mit Sugar bist. Also hat hier alles korrekt gezählt, auch die Anzeige stimmt. Ich muss halt einfach noch eine Doppel 10 drauflegen. Nee. Das ist jetzt nochmal eine Doppel 10. Das haut schon hin. Also, zack, zack. Olli Start Garage gewinnt. So will ich das sehen. Bestätigen und verlassen. So, ganz genau. Ein Set, drei Legs. Passt. 3 Dart Average 52, damit kann man sich jetzt nicht gerade was kaufen. Highscore 138, Checkout-Quote 22%, naja, wissen wir, woran es liegt. Highest Checkout 40, wissen wir auch, woran es liegt. So, was gibt er denn hier sonst so an? Den 3 Dart Average, den ersten 9er Average mit 60, das geht ja, okay. Okay, Checkout-Quote, Checkout-Rate. Ja, okay, kann man was mit anfangen. Geht man in den Spielverlauf, dann kann man sich die vergangenen Spiele in der Historie nochmal anschauen. Ist ja schon mal was. Na gut. Grundlegend funktioniert's.
das WIDART One. Focus on what counts, play with others, stand ja auf dem Karton. Scorekeeping, Trainingsspiele, Online-Matches. Und ganz klar, die sind der große Gewinn und das fehlt jetzt noch. Kiste anschmeißen und sich mit anderen battlen. Und ich bin ja mit diesem System hier schon sehr, sehr früh dran, denn der große offizielle Launch-Termin ist ja der 15. Dezember, mit dem dann eben auch Online-Spiele möglich sein sollen. Und darauf freue ich mich zum Release-Termin auf jeden Fall so richtig. Und da gehe ich mal so ein bisschen aus dem Bild, dann kannst du es ja selber sehen. Hier sind keine Kameras und nicht sichtbar. Das ist ein System mit einem ziemlich, finde ich, breiten Ring, mit einem freien Blick auf das Dartboard. Da kannst du auch gut deine Pfeile rausziehen, ohne irgendwo anzuecken. Das ist hier auf jeden Fall hardwaremäßig mit diesem Frame und auch dieser gleichmäßigen Ringlichtbeleuchtung sehr gut gemacht. Und damit du loslegen kannst, brauchst du ja eigentlich nur noch ein Dartboard, natürlich einen Satz Pfeile und ein Smartphone oder ein Tablet. Das ganze System kommt gut vormontiert zu dir nach Hause. Die Montage, finde ich, stellt einen vor keine großen Herausforderungen, ist auch zügig erledigt. Es funktioniert prinzipiell kabellos, du musst da nicht irgendwo an einen Router oder so mit einem Kabel ran. Und die Recheneinheit und alles, was du sonst so brauchst, ist in diesem Frame integriert und zum Glück auch passiv gekühlt. Das heißt, keine Lüfter, kein Lärm, das ganze System ist geräuschlos. Also Hardware und Ausstattung, so wie das Ding zu dir nach Hause kommt, finde ich gut. Wichtiges Ding bei dem System und ein bisschen aufwendig, ja, braucht etwas Zeit und solltest du auf jeden Fall ordentlich und gewissenhaft nach Anleitung machen, ist die Kalibrierung. Wenn die aber gut läuft, dann ist auch die Erkennungsrate ordentlich. Und darauf kommt es ja an. Und da, finde ich, ist dieser Aufwand am Anfang auch gerechtfertigt, denn jede Dartboard-Anlage, jedes Dartboard, was du damit benutzt, ist hier und da immer irgendwo ein bisschen anders. Und im Laufe dieses Videos habt ihr es mit Sicherheit auch gesehen, heute die Klamotte, morgen eine andere. Also ich habe hier wirklich mehrere Tage und mehrere Stunden jetzt mit diesem System verbracht, um mir da einen ersten Eindruck zu verschaffen. Insbesondere was natürlich die Erkennungsquote anbelangt und wie häufig man jetzt pro Leg oder pro Match irgendwie korrigieren müsste. Und die zwei Legs für dieses Video habe ich natürlich bewusst ausgewählt, weil hier und da eben genau auch Szenen drin sind, die zeigen, wie das System funktioniert und auch reagiert. Zum Beispiel dieser Effekt, dass wenn ein Dart ein bisschen nachwackelt, ein zweiter erkannt werden kann, ist eine Kleinigkeit, die ebenso dann mit dem finalen Release schon behoben sein soll. Kontakt zu WIDART ist super und gerade wenn du irgendwie noch Fragen oder auch Herausforderungen hast, kriegst du immer sehr schnell Antwort und wenn du Hilfe brauchst, ebenso auch diese. An Features wird auf jeden Fall noch einiges kommen, das hat WIDART ja auch schon angekündigt. Was ich jetzt aktuell noch ganz toll gefunden hätte, wäre zumindest mal einen Bot zu haben, sodass du dann abends, offline oder auch tagsüber mal eine kurze Trainingssession machen kannst und dich selber, sage ich mal, so ein bisschen challengen. Und so andere kleinere Dinge wie jetzt, sage ich mal, eine Caller-Stimme finde ich ganz angenehm, dass die jetzt erstmal noch nicht dabei ist. Brauche ich persönlich auch nicht, wenn der Score ja eh angezeigt ist. Oder sowas wie ein Ausbullen, wo ich sage, okay, das wäre natürlich dann ganz schön, wenn es jetzt zeitnah auch kommt. Aber das sind für mich jetzt auch nicht so die Top-Selling-Features, die man da unbedingt braucht. Daher freue ich mich auf das finale Release, denn klar, das Ding heißt ja schon WIDART. Also wir darten gemeinsam online und dieser Modus wird auch der wichtige sein. Und das, finde ich, wird jetzt bei diesem System das Spannende und natürlich auch die Herausforderung. Wird es jetzt zum Release-Date das Online-Gaming ermöglichen und kommen dann noch die weiteren gewünschten Features dazu, wäre ich voll mit dabei. Denn wie gesagt, das sieht gut aus, es funktioniert, es läuft und jetzt, finde ich, kommt es halt ganz besonders auf die Software und deren Weiterentwicklung an. Und da halte ich euch natürlich sehr, sehr gern auf dem Laufenden, insbesondere mit dem Final Release und den Features, die wir dann gemeinsam genießen können. Und wenn ihr noch Fragen habt oder auch Wünsche, Feature-Ideen, dann schreibt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich gebe das auch ebenso gerne an WIDART weiter. Und dann geht es, wie gesagt, daran, die Software sukzessive sinnvoll auszubauen. Und das war's von mir mit den ersten Eindrücken zum WIDART One. Danke fürs Durchhalten und Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.